Ja, meine Damen und Herren, Kollege Maas und ich haben uns auf eine Reihe von gesetzgeberischen Änderungen und Konsequenzen verständigt. Die möchte ich Ihnen aus meiner Sicht kurz vortragen und dann noch eine kurze Bewertung dazu abgeben. Wir haben uns verständigt auf die Einführung einer Residenzpflicht, also einer verschärften Wohnsitzauflage, untechnisch gesprochen, für diejenigen Asylbewerber, die über ihre Identität täuschen. Wir haben uns zweitens auf erleichterte Voraussetzungen für die Abschiebehaft geeinigt. Dabei geht es um zwei Dinge. Das eine ist die Einführung eines neuen Haftgrunds für diejenigen, von denen eine erhebliche Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder eine Terrorgefahr ausgeht. Und zum Zweiten kann diese Haft auch dann verhängt werden, wenn sie möglicherweise länger als 3 Monate deswegen dauert, weil die Herkunftsländer die erforderlichen Passersatzpapiere nicht ausstellen. Drittens, wir haben uns geeinigt über schärfere Überwachungsauflagen für Ausreisepflichtige, für Ausländer, wenn die öffentliche Sicherheit gefährdet wird. Wir wollen für diesen Personenkreis dann, wenn eine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder Terrorgefahr vorliegt, auch eine Fußfessel einführen. Viertens, im BKA-Gesetz wird eingeführt die Möglichkeit der Einführung einer Fußfessel für sogenannte Gefährder. Ich weise allerdings darauf hin, dass diese Regelung nur ganz wenige Gefährder deswegen umfasst, weil die allermeisten Gefährder, von denen wir reden, nach Landesrecht gesetzlich überwacht werden. Und deswegen sehen wir diese Regelung auch als dringende Anregung und Aufforderung an die Länder, in ihren Polizeigesetzen ähnliche Regelungen vorzunehmen, sonst liefe sie nämlich ins Leere. Fünftens, wir als Innenministerium unterstützen den vorgelegten Gesetzentwurf zur Einführung einer Fußfessel für verurteilte Straftäter. Sechstens, wir haben uns verständigt, den Ausreisegewahrsam auf 10 Tage zu verlängern. Siebtens, wir sind gemeinsam der Auffassung, dass die Präventionsmaßnahmen gegen Extremismus und Radikalisierung, insbesondere im Bereich des islamistischen Terrors, ausgeweitet und erheblich verbessert werden sollen. Achtens, wir sind uns einig, dass bei den Verhandlungen mit Herkunftsländern, also die Länder, die verpflichtet sind, ihre eigenen Staatsbürger zurückzunehmen, und insbesondere dann, wenn Verhandlungen stocken, dass wir der Auffassung sind, dass alle Politikfelder bei diesen Verhandlungen einbezogen werden müssen, aller denkbaren Ressorts, und dies gilt insbesondere auch für die Entwicklungshilfe. Wir sind uns neuntens einig, dass über den Gesetzentwurf, den der Bundesinnenminister jetzt in Kürze einbringen wird, für die Fluggastdatenspeicherung, das ist die Umsetzung einer entsprechenden EU-Richtlinie, um Gefährdungen von denjenigen, die über den Luftverkehr nach Europa und Deutschland einreisen, möglichst klein zu halten. Und schließlich sind wir uns einig, dass das, was in Europa verhandelt wird, über den Informationsaustausch der verschiedenen Datentöpfe, die wir haben, dass diese Verhandlungen erstens sehr wichtig sind und zweitens zügig zu einem Abschluss gebracht werden sollen, damit wir nicht immer wieder über mangelnde Informationsmöglichkeiten, die Lücken, die dadurch entstehen, dass der eine etwas nicht meldet, der andere nicht zugreifen kann, dass wir das für die Zukunft ein für alle Mal ausschließen. All das zeigt, dass der Innenminister und der Justizminister und namentlich Heiko Maas und ich in schwierigen Zeiten imstande sind, vernünftige Ergebnisse zu erzielen, die die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland erhöhen, ohne eine
unverhältnismäßige Einschränkung von Freiheitsrechten der Bürgerinnen und Bürger zu bewirken. Und das, denke ich, ist in diesen Zeiten ein wichtiges Signal für unser Land. Meine Damen und Herren, der wehrhafte Rechtsstaat ist die beste Antwort auf die Taten und den Hass der Terroristen. Und trotzdem werden wir in einer freiheitlichen Demokratie keinen totalen Schutz vor terroristischen Taten für Bürgerinnen und Bürger versprechen können. Was wir aber tun müssen in unserer Verantwortung, ist alles in die Wege zu leiten, dass sich ein Fall Amri in Deutschland nicht wiederholt. Und das ist die Grundlinie unserer Beratung gewesen. Und dazu sind wir, nachdem in den letzten Wochen viel geredet worden ist, heute auch innerhalb der Bundesregierung zu Entscheidungen gekommen. Wichtig ist, dass wir die Gefährderhaft neu regeln. Wir erleichtern sie. Wir schaffen einen eigenen Haftgrund. Und wir sorgen vor allen Dingen dafür, dass anders wie im Fall Amri die Abschiebehaft, die bis zu 18 Monate verhängt werden kann, nicht deshalb verhängt wird, weil die Abschiebung nicht innerhalb der nächsten 3 Monate durchgeführt wird, weil der Herkunftsstaat die Papiere für den Abzuschiebenden nicht beibringt. Wichtig ist auch, dass wir Gefährder und Personen, die aus Deutschland ausgewiesen worden sind wegen der Begehung schwerer Straftaten, besser überwachen können. Dazu haben wir einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der die Fußfessel ermöglicht soll für verurteilte Terroristen nach ihrer Haftverbüßung. Und wir wollen dies auch für Gefährder tun. Und wir wollen dies erweitern, damit vor dem Zeitraum einer möglichen Verurteilung. Die Fußfessel ist kein Heilmittel, aber sie wird unseren Sicherheitsbehörden die Arbeit erleichtern. Und das ist bitter nötig. Mit der Einführung der Residenzpflicht für diejenigen, die bei ihrer Identitätsfeststellung falsche Angaben machen, gibt der Staat ein klares Signal, dass er das nicht bereit ist, länger zu akzeptieren. Diejenigen, die jetzt schon entsprechende Auflagen zu erfüllen haben, die werden in Zukunft auf einen bestimmten Bezirk begrenzt, was ihre Bewegungsmöglichkeiten angeht, und wenn sie dagegen verstoßen, begehen sie eine Straftat, die dann bereits Konsequenzen nach sich ziehen wird. Wir wollen auch die Herkunftsstaaten, die mit uns kooperieren, weiter ermuntern, alle Möglichkeiten zu nutzen, auch ihre Staatsbürger zurückzunehmen. Aber wir wollen dort auch nicht als Bittsteller auftreten. Wir sind der Auffassung, dass diejenigen, die nicht mit uns kooperieren, die ihre Staatsbürger nicht zurücknehmen wollen, auch mit dem notwendigen Druck zu diesen Maßnahmen gedrängt werden können. Dabei geht es von der Entwicklungshilfe über die Wirtschaftsförderung bis zur Visaerteilung in diesen Staaten. Und dafür, glaube ich, gibt es eine Vielzahl von Mitteln, die wir in Zukunft auch noch nutzen sollen. Auch die Prävention ist ein großes und wichtiges Thema und darf nicht unter den Tisch fallen, weil es ist immer besser, dafür zu sorgen, dass Radikalisierung unterbleibt, als die radikalisierten Personen, die Straftaten begangen haben, dann zu suchen und zu verurteilen und sie zu inhaftieren. Und wir wollen eine gesellschaftliche Offensive gegen den radikalen Islamismus und dafür auch die dazu notwendige Präventionsarbeit deutlich stärken. Und wichtig ist letztlich auch, dass die Zusammenarbeit der Staaten und der Behörden in Europa gestärkt wird. Auch das hat der Fall Amri gezeigt. Wir müssen uns wechselseitig besser darüber informieren, wer wo gewesen ist, um uns auch die Arbeit zu erleichtern von denjenigen, die zu uns gekommen sind, die als Straftäter in anderen Ländern aufgefallen sind, entsprechend zu beobachten, zu überwachen und daran zu hindern, in Deutschland weitere Straftaten zu begehen. Herr Brodbeck, bitte mit der ersten Frage. Sie haben jetzt angekündigt, die Herkunftsländer unter Druck setzen zu wollen. Herr Müller hat sich bisher dagegen ausgesprochen, da an der Entwicklungshilfe was zu machen. Wie wollen Sie den überzeugen? Und bezogen auf alle Maßnahmen, man stellt sich schon die Frage, warum er es jetzt.
Nun, wir haben im letzten Sommer eine Besprechung gehabt, der Außenminister, der Entwicklungshilfeminister, der Wirtschaftsminister, der Finanzminister und ich, um genau über solche koordinierten Zugänge zu solchen Ländern zu sprechen. Das ist auch teilweise erfolgreich. So war es etwa erfolgreich im Fall Afghanistan. Wir haben ein Rückführungsabkommen mit Afghanistan erreicht durch das Zusammenfügen vieler Politikfelder. Aber es gibt Staaten, da hat das noch nicht so gut geklappt. Und da wollen wir das jetzt noch konzertierter als bisher vornehmen. Wir sind uns einig, was die Entwicklungshilfe angeht. Das ist übrigens eine Position, die alle europäischen Innenminister vertreten, nämlich dass es less for less, dass es weniger Entwicklungshilfe geben muss, wenn es weniger Bereitschaft gibt, die eigenen Staatsbürger vorzunehmen. Und wie Sie wissen, sind die europäischen Innenminister auch, gehören unterschiedlichen Parteienfamilien an. Aber klar ist auch, Entwicklungshilfe ist nicht das einzige Mittel. Es gibt Staaten, wo wir ein Problem haben, die bekommen gar keine Entwicklungshilfe, etwa Algerien. Und dort ist die ganze Breite der Politikfelder entsprechend zur Durchsetzung dieser berechtigten Forderungen, die wir haben, einzusetzen. Frau Dunstig. Eine Frage an Sie beide. Bis wann soll dieses Gesetzespaket verabschiedet sein? In welchem Zeitraum? Wie schnell soll das gehen? Und eine zweite Frage. Bisher haben gewisse Regeln, die man hätte anwenden können, nicht in dem Maße umgesetzt worden, wie Sie sich das vielleicht gewünscht haben. Sehen Sie die Sicherheitsbehörden ausreichend personell in der Lage, das, was Sie jetzt beschließen wollen, dann auch umzusetzen? Sicher. Es wird kein Gesetzespaket geben, sondern die Materie, die wir Ihnen jetzt vorgestellt haben, findet sich in mehreren Gesetzen. Und so werden wir jetzt sehr schnell auf der Basis des von mir ja seit Oktober schon vorgelegten Gesetzentwurfs jetzt das Aufenthaltsgesetz entsprechend ändern und damit sehr schnell ins Kabinett kommen. Das BKA-Gesetz wird aus anderen Gründen, nämlich in Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, ohnehin geändert. Da würden wir jetzt diese Regelung einbeziehen. Und das PNR-Gesetz, also das Gesetz zur Umsetzung der EU-Richtlinie für Fluggastdaten, ist ohnehin auch ein eigenständiges Gesetzgebungsvorhaben, das wir jetzt sehr schnell machen für andere Gesetze. Ist Herr Maas zuständig, der wird dazu sicher gleich etwas sagen. Und das machen wir so schnell wie möglich. Wir wissen, dass die Frist für ordentliche Gesetzgebung am Ende der Legislaturperiode ausläuft. Das wissen wir alles. Und die zweite Frage, wenn Sie, ach so, ich kann jetzt und möchte ehrlich gesagt auch nur über die Behörden des Bundes reden. Und da wissen Sie ja, dass wir in der Koalition, und auf dieses Ergebnis sollten beide Koalitionspartner stolz sein, einen Aufwuchs der Stellen sowohl für die Bundespolizei als auch für das Bundeskriminalamt, als auch für das Bundesamt für Verfassungsschutz, als auch für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik erreicht haben, wie nie zuvor. Und das ist eine gute Nachricht. Allerdings ist dieses Personal noch nicht da, sondern wird jetzt gerade erst ausgebildet, in den nächsten Jahren ausgebildet werden. Deswegen wissen wir, dass die Behörden dort unter Hochdruck arbeiten müssen. Fürs BAMF gilt das entsprechend natürlich auch. Wenn es um die Personalausstattung in den Ländern geht, etwa Justiz, etwa Ausländerbehörden, etwa Polizeibehörden, dann möchte ich das lieber intern mit den Ländern diskutieren. Wir fangen bei keinem einzigen Thema bei Null an. Zum einen gibt es Gesetzesentwürfe sowohl aus dem Haus von Herrn de Maizière als auch aus unserem Haus, die sich bereits im Verfahren befinden. Die werden wir jetzt sehr schnell weiter bearbeiten, auch auf der Grundlage der Entscheidungen, die wir heute getroffen haben. Auch bei anderen Themen fangen wir nicht bei Null an. Wir sind seit längerem im Gespräch und haben natürlich auch das heutige Gespräch so vorbereitet, auch zwischen den beiden Ministerien, dass wir sozusagen bei den Themen, bei denen es noch keine gesetzliche Vorarbeit gibt, morgen damit beginnen können. Und eben aufgrund des Zeitdrucks der Legislaturperiode, die sich zum Ende neigt, wollen wir das sehr, sehr zügig auf der Basis dessen, worüber wir uns heute verständigt haben, in den kommenden Wochen schnell auf den Weg bringen. Also sehr schnell, sehr zügig heißt innerhalb von Wochen. Ja. Herr
Herr Kollege. Einige Punkte, die aufgeführt wurden, beispielsweise Haftgrund, Gefährdung innerer Sicherheit, wurden ja von Ihnen, Herr Bundesinnenminister, bereits im August vergangenen Jahres gefordert. Wie erklären Sie sich, dass nichts passiert ist, dass man noch keinen Schritt weitergekommen ist? Ich freue mich jetzt über das Ergebnis. Frau Kollegin. Die Fußfessel für sogenannte Gefährder wird ja auch Deutsche betreffen. Inwieweit steht das im Einklang mit der Verfassung, die ja sagt, dass eine präventive Strafe eigentlich nicht möglich ist? Es ist ja keine Strafe, es ist Gefahrenabwehr. Es gibt ja bereits heute die Möglichkeit, auch Menschen sehr begrenzt präventiv in Haft zu nehmen. Das ist in den Landesgesetzen geregelt. Es gibt Regelungen von einem Tag bis zwei Wochen. Die Anwendung einer Fußfessel ist ein milderes Mittel dagegen und insofern ist sie verfassungsrechtlich auch nicht zu beanstanden. In einem begrenzten Zeitraum, dass man auch sagt, es gibt 2-4 Wochen, das ist eine unbegrenzte Maßnahme. Das wird zum einen abhängen vom Einzelfall, zum anderen wird es natürlich nicht so sein, dass jemand unbegrenzt eine Fußfessel tragen muss. Das sind Dinge, Details, die wir jetzt in den weiteren Gesetzgebungsverfahren zu besprechen haben. Dann bedanken wir uns für Ihr Kommen. Einen schönen Tag. Ja.